So, sind wir fast da. 630. Well supplied. So, wurde geradet, hat also 50% weniger Items und 50% weniger Rekruten. Quality Rebuilding Effort. Die haben selber kein Holz, weil die selber wieder aufbauen. Weil die selber, wir müssen erstmal warten, bis hier Tag ist. An Ambition fulfilled. Wir haben eine Stadt friendly gemacht. Oder ein Dorf. Company gained renown. Found that little brat who wandered off and dragged him here. So no break quickly on that. Also Gelbstadt is a good place to invest your efforts. You decide to offer protection. Company take up work suitable for your talents. You act like a gentleman in your dealings with locals. To the men to mind their manners. While in the settlement there was of course some griping at first. Ricky was sorely disappointed to give up brawling with the farmers. Ricky war komplett enttäuscht, dass er sich mit den Farmern nicht mehr prügeln durfte. Besonders, weil die White Raven so viel Zeit in Gelbstadt verbringen. Aber du hast deine Leute überzeugt, dass wir eine friendly base of operations brauchen, okay. And getting better prices on the market and more people willing to join your motley band. It's also much less tiring, not having to dodge the militia all the time. You even enlisted the man to do some small task in exchange for nothing but goodwill. Ricky quickly outwhiffed by Sacred. What? I found a little bit who wandered off and dragged him right home. Sono breaks quickly outwhiffed by Sacred. I went to the market for the old spinster, split her firewood for winter, and even put out her washing, but I'll draw the line at rescuing treat cats. Guten Appetit, Sono. Sono hat also irgendein Kind, das weggelaufen ist, gefunden und Sacred hat alles Mögliche für irgendeinen alten Typen gemacht, inklusive das Feuerholz gehackt, aber die Katze will er nicht holen. Oh Mann. So genau, jetzt werden wir mal kurz warten müssen, bis Tag ist. Ist schon Tag? Ja, das ist ein Auto, Powers bei Tag, okay. Taxidermist, da brauchen wir bestimmte Sachen von wilden Bestien. Siegfried. Wild Man. Wild Man are used to the hard life of them. Also, soll ich da noch machen, ey? Ja. Weil ich dich überzeugt habe, dass wir einen Ort brauchen, wo wir freundlich aufgenommen werden, was jetzt Gelbstadt ist. Und in Gelbstadt prügelst du dich nicht mehr mit den Farmern. Irgendwo anders schon. Der ist zwei Level-Ups. Und hat als Base ganz guten Wert, kann halt ganz guten Wert für Melee-Attack haben und joa. Den würde ich eigentlich schon ganz gerne haben. Lumberjack. I used to hard physical labor and axes. Hat aber halt null Rüstung, ne? Der Siegfried. Hat aber ganz gute HP-Rolls. Ganz gute Fatigue-Rolls kann er haben. Let's go. Müssen wir dem halt nur mal geben. Was hat er denn bekommen? Was hat er denn bekommen von dem, was er haben kann? Max Roll HP. Low Roll auf die Fatigue. Resolve. Mittel. Initiative, ganz okay. Melee Skill leider super niedrig. Kein Stern da drin. Range ist wurscht. Auch wenn er das ganz okay gerollt hat. Minus 4 Range Defense und daran hat er einen Stern drin. Also die Range Defense ist ein Problem und der hat auch einen super Low Roll auf. Ne, Melee Defense geht sogar. Ja, gut. Gut. Hier 40. Hier haben wir noch eine 55. Ja, du bist kein guter Defender, deswegen kriegst du jetzt das. Du gehst jetzt in die zweite Reihe und unterstützt uns von da. Würde ich sagen. Wobei das kein 5% Chance zu Hit hat, schon. Und kann halt Leute ranziehen. Utilizer be hooked and pulled close. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will oder ob ich. Er hat halt. Alternative ist, wir geben ihm das. Und halt hier noch ein Schwert. Und dann packt man erstmal hier vorne hin mit.
mal einen Dreier hier, das nehmen wir auf jeden Fall mit. P nochmal boosten. Vierer für die Null, das wird nicht so oft geranged hittet werden. Und ganz gut. Kolossos, überlebe bitte mehr. Bitte, bitte, bitte. Achso, er hat sonst aber hier keinen Trade bekommen. Weil es hat dann schon 90 HP. Ja, das ist. Dann bist, versuchen wir das jetzt mal mit Xedi dem Zweiten, ne? So, ob das was wird oder nicht. Bin ich hier Holz für 220. Was kauft ihr für 13%? Ich müsste den ganzen Scheiß eigentlich mal verkaufen, den ich hier habe, den ich nicht mehr brauche. Boah. Weiß nicht, ob ich Holz für 230 wirklich kaufen will. Ich glaube nicht. 120. Das wird schwer mit dem Plus zu verkaufen und so viel Geld habe ich gerade nicht. Karawanenmission 180 plus 730. Der Mace kann stunnen. Also der zählt als Hammer. Der ist also ziemlich gut gegen Rüstung, macht Rüstung ziemlich schnell kaputt. 3 Tage nach Südosten. Okay, deswegen ist es so teuer. Er macht Rüstung ziemlich schnell kaputt und er kann Gegner wirklich stunnen, dass sie einfach eine Runde verlieren in einzelnen. Das ist schon, das ist sehr, sehr mächtig. Das braucht man aber auch die entsprechende Hitchance. Das wäre, glaube ich, eher für Sono jetzt aktuell ein Ding. Moment. Hatten wir nicht. Wir haben einen unserer guten Rolls of Hitchance verloren, ne? Wir hatten vorhin noch jemanden mit 2 Sterne in Melee-Skill. Den haben wir verloren, ne? Ach, fuck. Könnten wir dick Kohle machen, wenn wir nach Hakim al-Ramal gehen. Hakim al-Ramal? Ist das da? Er ist weit weg. Aber wir werden das Geld brauchen. Wir werden das Geld brauchen. Ich will aber nicht noch einen 700er kaufen. Nein, nein, nein. Ich accept this contract. Let's go. Mach jetzt das gleiche zurück. Ich glaube, Xeli oder so war das. Der erste Xeli, der, glaube ich, einen ganz guten Roll hat. Der war mit, glaube ich, eine Farmhand und hat einen guten Melee-Attack-Roll. Ich kann es eh nicht verhindern. Die müssen da vorbei. Die werden es gleich angreifen von hinten. Ja, die merken. Ja. Alter, sind. Ich glaube, da hat das Spiel gebuggt. Die hätten uns gleich eigentlich direkt angreifen sollen. Aus irgendeinem Grund haben sie nicht getan. Let's go. Packen uns hier hoch. Ball. Ihr sollt aber wieder hinten stehen bleiben, ihr Vollidioten. Und die haben keinen Range, Dude. Und wenig Schilde. Sehr gut. Gut, ein Schild. Sein nur. Komm nur bis dahin. Da will ich nicht rein. Muss mal kurz warten. Du gehst mal hier hoch. Und du machst eine Spearwall. Du schießt auf dich. Nice. Spearwall da hinten. Klar. Ach, da hinten ist Spearwall. Ist eigentlich. Kannst eigentlich, da kann nämlich hier noch einer versuchen hinzutrappen von denen. Dann kann. Du kannst da stehen bleiben. Und du kannst auch da. Weil das mich irgendwie angreifen sollten. Ja, sehr gut, hat schon funktioniert. Diesründige Fatigue sozusagen. So, jetzt kann ich dich angreifen oder dich? Ne, dich nicht. Dich, 82. So, bam. Jawoll. Weggehen. Ja, trotzdem getroffen. Ach, komm schon. Aufschlitzen. Tch.
Kommt ran. Put, put, put. Können wir gern versuchen. Ja, da flog der Kopf. Kopf ab. Fix. Okay, ihr wollt alle da unten drauf auf mich. Ich ist aber frech. Oh, der hatte die Spear wohl nicht funktioniert. Der hat versucht zu stunnen. War das Symbol für Stun? Puh, ja, du mach ich dich halt hier platt, ne? Uff. Kopf ist weg. Den muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Den muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Das nicht. Ja, oder ihr macht den einfach unter unten platt. Für euch. Das ist auch okay für mich. Ah! Okay. Der wird einfach komplett zerschnitten. So. Noch ein Kopf ab. Sehr schön. Ich schlitz mal auch noch auf. Uff damit. Wie denn durch hier, Alter? Das ist ja ekelhaft. Du bist auf Fleeing. Okay. Bewege ich mich hier hin. Auch auf Fleeing. Kann mich ja hier hin bewegen. Oh gut. Ja, rennt halt wirklich weg, die Sau. Was für eine Spearwall? Was soll denn das werden? Flohen wird er nicht! Ach, dammit. Dann gönn ich mir den hier mit. Jetzt bin ich drum zu dolchen, gegen Schilde. Ey, nicht bluten! Bluten ist fies. Okay, der ist auch auf Fleeing. Abgepiekst. Der rennt halt wirklich weg, die Sau, ne? Nee. Ich will hier noch ein bisschen XP rausholen. Hier wird noch XP'd. Krieg ich nicht. Nehmen wir den. Der dritte Kopf, den Solo diese Runde abhaut, Alter, dieses Match. Den Kampf. Solo ist einfach der Köpfer geworden. Jawohl. Ricky Level up, Ben Level up. Reload. Müssen wir die Level ups machen? Wir haben vor allem wieder ein Ressourcenproblem. Das sind ja Shitrolls hier drüben allesamt. Das sind ja, du kriegst auf jeden Fall einen Shield Expert, weil du kriegst dann extra Bonus auf Shield. Unser Schildexperte. So. Wir sind besser treffen, jawohl. Range. Und Melee wahrscheinlich, weil ich ab und zu mal dolchen muss. Mir noch Range Defense geben, tatsächlich. Das ist nämlich schlechter treffen, weil ich ja eh weiter wegstehe. Und immer mindestens plus 10 Range Defense. Doch, da sehe ich mich, glaube ich, schon. Ja, da sehe ich mich schon. Sacred ist auch fast leer. Mal sehen, ob wir jetzt die Karawane sich... Halt hier brauchen drei Tools gerade auf. Ugh. So, unsere neue Ambition, das wechselt dann halt, wenn wir eine erschafft haben. We feel it's a good time for a White Raven to start something new. You can tell the man... You call the men together, what do you tell them? Wir brauchen eine Battle-Standarte. Das erhöht tatsächlich unsere Resolve, also das, dann sind die Leute motivierter. Wir hatten das mit dem Goblins und sowas schon in Wellness. Wir könnten Beasts und Villages, wir können 5 Gruppen von Beasts töten. Renown will increase. Wir brauchen 2000 Kronen, die wir dann noch ausgeben, um entsprechend diese Standarte zu machen.
Oder Trading. Your renown will increase, which means higher pay for contracts and potential types of contracts. Ich glaube, ich würde die Standarte machen, weil wir 2000 ansammeln wollen. Nein. Die brauchen wir auch. Sind irgendwo bei der nächsten Stadt, wo wir vorbeikommen. Mal gucken. Weil die Grafenhafen werden wir irgendwie abkürzen, glaube ich. Hier so rüber. Dass wir da nicht. Werden wir nicht einkaufen dürfen. Okay. Dürfen wir nicht einkaufen. Wir sind zu weit weg. No! Da müssen wir einen roten Bock. Dass die nicht super teuer sind. Wir kriegen auch 730. Prestige and renown of the White Ravens is growing. Everywhere you go, people are looking to join. And not just sellswords, but followers who may be of other use. Ah, wir haben es jetzt freigeschaltet. Retinue ist das, glaube ich. Hier, genau. Wir haben jetzt hier so ein Follower-Ding. Donkey. Wir können eine Card kaufen. Carry a lot of equipment and supplies by using carts and wagons. You can expand your available inventory space. Ah, to carry even more. Hier haben wir jetzt einen Scavenger. Der gibt uns Ammo und Repair Tools aus kaputtgegangenen Sachen im Kampf. Kostet aber 3000. Und Rotenburg wird aber teuer sein. Oh ne, 220. Hello, let's go. Gib mir. Das ist gar nicht so teuer, wie ich dachte. 16 kauft ihr. Generell seid ihr gar nicht so teuer, wie ich dachte. Ah, machen wir mal hier ein bisschen Müll weg. Achso, wir haben ja sogar das. Flails, hier haben wir noch Dolche, hier haben wir schlechtere Äxte, das ist die bessere Axt. Brauchen wir auch nicht. Dich, das brauchen wir alles nicht. Das läppert sich schon zusammen. Wir haben schlechtere Schilder. Bogen. Ich brauche man nicht, weil wir haben auch eine bessere Reach Weapon. Nicht so viel darf. So, und wir können unseren Leuten tatsächlich, das habe ich vorhin noch vergessen. Erstmal. Bakery darf sich auch verarzten. Jetzt vor allem noch einen Dolch. Um eventuell mal jemanden niederzudolchen. Weil die Rüstung haben wollen. Aber die Dolche halt eh haben. Warum nicht? So, hier gibt es einen Kennel. Hier könnten wir übrigens auch Hunde kaufen. Wuffi wuff. Und die könnte man natürlich auch fliehende Gegner jagen und sowas. Hier gibt sogar welche mit Rüstung schon. Das sieht man an diesem Halsband. Die haben schon ein bisschen dran. Weaponsmith. Er hat sogar einen legendären Dolch. Also, besser werden die Dolche nicht als das hier. Ne? Legendäre ist das höchste. Das ist die höchste Stufe mit noch einem Bonus. Du hast nämlich unten den Bonus minus 3 less Fatigue. Das ist der legendäre Bonus. Alles andere ist einfach die höchste Stufe an Dolch. Hier gibt es auch eine bessere Variante des Speers wieder. Wir haben hier den Boar Spear und das ist nochmal eine höhere Stufe. Fighting Spear. Noble Sword. Also hier gibt es dann noch ein bisschen Progress. Das ist mal ein Zweihandschwert. Das ist noch eine Reach Weapon, die richtige. Hier gibt es einen dicken Hammer. Two-Handed Mallet. Der ist halt 150% against Armor und 40 bis 70, also. Oder hier, das ist sogar die bessere Version davon. Das ist aber nur 125, aber dafür macht er halt viel Base Damage. Kriegt er 75 an, wenn der bei 70 endet. Oder halt eine riesige Axt. Kostet aber alles viel zu viel. Können wir also nicht nehmen. So, hier gibt es einen Tempel. Da haben wir keine Verletzung. Ein Armor gibt es hier auch noch. Er hat sogar hier Sachen zum einfach extra dran pappen an die Rüstung. Aber ich glaube, wir haben noch keine Rüstung, die wir lang genug behalten, dass ich das lohnen würde. Ich muss gleich mal kurz auf die Toilette. Wir gucken gleich mal hier durch. Ich gehe mal nochmal kurz das Wasser in die Ecke stellen.
So, da bin ich. Die sind alle wieder arschteuer. Bis auf Albrecht, Der Albrecht, der Steinmetz. Wir haben doch gar keinen Zwubel. Hier ist noch ein Kämpfer. Tatsächlich. Günstiger Kämpfer. Der tendenziell einen besseren Skill hat in Melee-Range. Kostet dafür halt ein bisschen mehr im Tank. Ist einfach ein Barschläger oder sowas. In unarmed combat and physical exercise tends to leave them in good shape. Komm. Wir brauchen mehr Leute. Wir sind noch an dem Punkt, dass wir dringend mehr Leute brauchen. Deswegen, Moment, das hat er gekriegt von Roll. Erstmal hat er Loyal gekriegt, das ist sehr gut. Der wird uns also wirklich, auch wenn wir kein Essen oder sowas haben, wird er uns echt spät verlassen. So. 100% Damage, wenn unarmed. Oh, what? Das wusste ich nicht. Das stand irgendwie nicht dabei. Okay. Minus 10% Chance to hit. Ja, ist nicht so geil. Also, warum sollte ich trotzdem ihn unarmed lassen? Er hat auch... Wenn das doppelter Damage ist, ist es 20 bis 40. Einfach das hier macht schon. Okay, der macht 30 bis 40, aber. Chance to hit. Damage macht halt kaum Damage to Armor. Ja. Nicht. Gerollt hat er. Low auf HP. Ganz gut auf Erschöpfung. Low of Resolve, Low of Initiative, Max Roll of Melee Skill. Ja, der kann also wieder ein bisschen fighten und treffen. Defense, Durchschnitt, Defense und Low of Defense und Ranged Low. Ja, also er hat nicht so gut gerollt, aber er kann zumindest ein bisschen treffen. Jetzt können wir hier versuchen, ihm den Stun-Bombs zu geben. Hier kriegst das. Vielleicht haben wir dann jemanden, der stunnen kann. Würde ich sagen. Weil der kann dann hier Knockout. Er ist 75% Chance to stun on hit. Das ist schon ziemlich nice. Nehmen wir halt jetzt die 100% Damage mit Unarmed nicht, aber das ist wirklich okay. Ging einfach nur darum, dass der ein ganz guter. Ne, wir haben zwei. Nee, wir haben Sono und Sacred. Stimmt, ihr wart die beiden, die ganz gut zuhauen können. Ja, okay. Puh, Schwein gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, genug in der Front Row. Jetzt können wir Sacred das hier geben. Sind damit ordentlich auf. Bei 40 bis 70 ist echt viel und ist effektiv gegen Armor. Und hat einen extra Chance auf Head Hitting. Eli würde ich, glaube ich, sogar den Speer geben. Wenn er überhaupt trifft, weil der hat 20% zu Hit. Während das Schwert nur 10% zu Hit hat auf dem Blade. Der hat, weil Melee Skill 57 ist okayisch. Ist okayisch. Also es gibt schon einen Grund, warum Ricky mit 55 auch einen Speer hat. Du kriegst am Anfang doch erstmal nochmal das Schwert. Wir haben übrigens auch wieder Schwerter, sehe ich gerade. Er hat, glaube ich, keinen Bonus, ne? Inflicts additional 50% Damage on a hit to the head. Oh! Ja, mit den Äxten kann man besser köpfen. Ah, aber wir haben den Kopftreffer-Dude nicht mehr, ne? Doch, haben wir. Haben wir jetzt noch ignoriert. Dann. Extra Damage to Head. Hat er nie genug. Ricky, du hast leider nie genug Hit-Chances, dass wir das sinnvoll nutzen können, glaube ich. Sorry. Bleib mal bei dem hier. So, und Albrecht, wir können noch einen Bettler holen. Ein Bettler hat aber in allem ziemlich scheiße. Der ist wieder nur im Weg. Also, ist nur ein Wegsteher. Ein Tanker. Tempel brauchen wir nicht. Armorer, Cannon. Let's go. Wir haben noch einen Weg vor uns. Jetzt kann ich gegen die Nomaden. Das sind tatsächlich die südländischen Überfallkommando. Die werden uns auch gleich angehen. Weiß ich, das backt irgendwie gerade, dass er
nicht mitkriegt, wann wir vorbeikommen. Also ich denke, die werden uns noch angreifen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist natürlich noch besser, als wenn wir hier einfach nur durchlaufen ohne einen großen Fight. Wir hatten keinen Fight, oder? Das ist natürlich noch... Doch, wir hatten einen Fight. Noch besser. Weil die Nomaden ein bisschen stärker als normale Dudes. So, 700. Sind wir auf unsere 1000. Ja, hier gibt es jetzt andere Dinge. Hier gibt es einen Alchemisten. Der zum Beispiel fancy Tränke und Granaten und sowas verkauft. Und es gibt hier auch sowas wie Kanonen. Also so ein Speer, der auch schießen kann. Ja. Wo wir dann den Powderbag bräuchten zum wieder aufladen. Also hier gibt es so fancy Sachen, die ich eigentlich aktuell alle noch nicht sehe. Auf dem Marktplatz gibt es dafür Spices im Handeln oder Weihrauch. Weihrauch, Gewürze, Farben, Reis ist hier das Typische zum Essen. Apropos, wir haben nicht mehr so viel, ne? Sind hier unsere Nahrung von 74? Bin ich blind? Wir haben doch keine 74 Nahrung im Inventar. Wir haben einmal Dried Fruits. Das ist 74 Nahrung, krass. Da gibt's hier Tools and Supplies. Es gibt andere Rüstungen. Tatsächlich. Insgesamt. Hier zum Beispiel die 125er. Es gibt andere Waffen. Andere Art von Schwertern. Andere Art von Maces. Andere Arten von Schilden. Ich würde versuchen, Weihrauch 430 ist eigentlich ein ganz okayer Preis. Was ist denn hier die Aufgabe? Hier eine Karawanenaufgabe. 240 und 900. Zu Tannheim. 4 Tage. Tannheim? Tannwalsee. Tannheim! Jo! Das ist aber ein Dreiviertel der Map. Ja gut, das können wir machen. Wir haben noch jetzt für 11 Tage oder holen wir uns noch Sachen dazu. Und dann akzeptieren wir das und dann nehmen wir hier noch einmal davon mit. Dann haben wir hier noch 9 Tage. 4 Tage brauchen wir, ne? So, jetzt haben wir 4 Tage Geld. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir müssen halt unterwegs verkaufen. Let's go. Achso, hier gibt es auch eigentlich andere Rekruten. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Hier gibt es zum Beispiel Gladiatoren und sowas. Ja, wir müssen eh vorbei, also... Oh, scheiße. Das sind 2. Das sind 2 auf einmal, das waren 9 und noch irgendwas. Jetzt ist nämlich 18. Oh, no, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, das werden wir einfach skippen. Ich will meine Leute behalten. Das haben jetzt hier auch die Karawanenleute, die mithelfen, ja? Aber das sind so viele Gegner gegen uns. Ihr könnt mich mal. Scheiß auf die Karawane. Tschüss. Retreat. Retreat, please. Wir sind einfach weg. Wir müssen aber an den Rand der Karte kommen. Weil wir können ja theoretisch uns irgendwie verletzen dabei. Also wir müssen hier so hart reinschnetzeln. Nee. Da sehe ich mich gar nicht. Ja, ihr könnt gerne fighten gehen, ich bin raus. Wir sind hier. Das sind einfach viel zu viele Gegner. Wir haben keine Option, irgendwie eine Engstelle zu erzeugen, um die Gegner daran zu hindern, irgendwas zu tun. Es mag natürlich uns die Stadt nicht mehr da unten, aber ich will mit der Stadt da unten eh nicht so viel anfangen. Also von daher ist es mir egal. Ja, haben auch schlechte Preise und sowas, aber das ist mir egal. Die schnetzen sogar ganz gut rein. Vielleicht haben wir es doch geschafft. Aber das sind so viele Leute. Nee, ich müsste hier irgendwie, jeder müsste 3 Leute killen oder so. Das sehe ich uns. Wir würden einfach nur auf die Fresse kriegen. Ja, geht auf den Esel. Das ist nicht mein Problem. Tut mir zwar leid um den Esel, aber das ist nicht mein Problem. Ja, wie gesagt, wir müssen hier an den Rand kommen. Ringsrum, auch oben oder rechts. Das sind solche Retreat-Punkte. Da müssen wir halt hin, um hier rauszukommen. Also. No! Peace out.
schon gerade sagen, ob du jetzt nicht dran bist. Okay, huf. 41 Damage haben wir gekriegt. Logischerweise kein Loot, weil wir haben nicht gewonnen. Naja. Remains of the wagon that isn't hard to see. The merchant's head had been stuffed into some kind of chip. Also, was? Ihr wart gerade in dem Kampf mit drin! Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Jetzt habe ich den nochmal den Kampf. Das ist doch Bullshit. Die waren doch gerade im anderen Kampf mit drin. Weil das zwei Gruppen sind, kann ich die zweimal angreifen. Ich kann eigentlich sonst an denen vorbeilaufen, wenn ich retreate. Muss ich nochmal alles warten, bis ich raus bin. Ich glaube, die sind nicht schneller, oder? Ich glaube, die kommen genauso weit wie ich. Ich glaube, sie kommen genauso weit. Ich müsste wegkommen. Das ist immer gerade der eine Space dazwischen zum Wegkommen. Also das ist ja der Tactical Retreat jetzt. Es geht gar nicht. Den Kampf. Also. Gegen zwei Gruppen zu kämpfen, wenn die halt nebeneinander sind, dann wird halt der Kampf zwischen allen Gruppen, die gerade in der Nähe sind, gestartet. Also so kann man natürlich auch gewinnen, indem man gegen schwere Gruppen kämpft, indem man die irgendwo reinlockt, den Gegner. Darf ich jetzt hier vorbei? Dann nehme ich da hoch. Tschüss. Verzieht euch. Und bei Nacht läuft man auch langsamer, sehe ich gerade. Ja, dann müssen wir halt demnächst unsere Sachen... Oh, wir haben auch nicht mehr genug Essen. Nehme ich gerade noch 70 Essen oder so? So, wir können hier tatsächlich schon verkaufen für 30 Gewinn pro Stück. Wenn wir wohl tun müssen, weil wir brauchen das Essen. Wir brauchen hier ein bisschen wenigstens davon Essen, dass wir 43 haben für 3 mehr Tage. Wir werden auch demnächst mal das hier brauchen, weil wir auch nicht mehr allzu viel davon haben. Pff. 46 Essen, wenn da nichts los ist. Okay. Aber wir brauchen 14 pro Tag. Deswegen gibt es keinen Sinn, dass ich plötzlich nichts mehr hatte. So. Aber auf Arrows brauchen wir übrigens auch nicht mehr. So, hier gibt es keinen guten Auftrag, deswegen gehen wir einfach mal weiter in die nächste Stadt, bei Grafenhafen. Schade sind. Da werden wir sogar eine. Also, jetzt haben wir. Hier sehen wir es wahrscheinlich, dass wir es gar nicht gebraucht haben. Die sind friendly, Gelbstadt. Genau. Und die sind Fail to Protect the Caravan. Die finden das nicht cool. Die ist ein bisschen niedriger. Ist aber noch auf Neutral. Also nicht, dass wir irgendwie feindlich komplett sind oder sowas. Nee, das nicht. Aber das sollte man nicht so oft machen. So, hier haben wir nämlich 507 zum Beispiel schon. Haben wir zumindest ein bisschen Plus gemacht durch die. So, hier können wir auch Bernstein kaufen und die versuchen irgendwo anders zu verkaufen. Aber bei Bernstein habe ich es irgendwie nicht so richtig gefunden, wo das gut zu verkaufen ist. Da habe ich keine gute Option gefunden. 80? Wieso kostet denn hier Essen so viel? Public Execution. 35% more food for sale. Trading food for 15%. Ah. Not to be missed and provide entertainment for the whole family. Oh. Public Execution for the whole family. Mhm. So, was haben wir hier als Aufträge? Wir sollen was wieder entdecken. 290. Find secluded burial ground somewhere to the east, somewhere around the region of Dryland. Das ist also hier, das ist ja am Arsch der Welt. Pff, ungern. Karawane. 10 pro Kopf. Also wir können jetzt 200 Bonus kriegen und 570, wenn dann ist. Erzfeste, 2 Tage nach Nordosten. Erzfeste bauen wir noch nicht. Hingehen. Gibt's keinen günstigen mehr, ne? Der günstigste ist hier eine Militia-Dude.
Ah ne, hier nochmal Wolf. Dann aber auch schief. Wir haben vor allem keine Rüstung mehr, ne? Wir brauchen doch eigentlich noch eine Rüstung. Eine Body Armor. Hier gibt's eine 80er. Würde ich mir glauben. Dann kriegst du die, mein lieber Sono, und du kriegst die ab. 60. So. Das ist aber dann wieder ein bisschen weit weg. Provisions kriegen wir aber dafür. Ach komm. Ich werde mal wieder speichern, bevor wir das machen. Man weiß ja nie, nicht, dass wir gleich wieder in so ein Shit reinlaufen, wie gerade eben. Würde ich sagen, let's go, Eskorte. Können aber noch versuchen, wenigstens ein Ember Shard mitzunehmen. 338. Let's go. Dann haben wir nämlich das Essensproblem nicht, wenn wir mit der Karawane reisen. Along the road, you find a kid wearing a rather opulent chain around his neck. It's so heavy, his head is bent forward, but that minor struggle doesn't wipe this mile-wide grin off his face. Bend the hero, put the kid down and take the necklace. Where did you get this? Oh, bin ich gemein. Kid cries out, trying to grab his treasure back, but he's about 3 feet and a good jump too short. Hey, that's mine, give it back! Another kid comes over, flashing a ring so large it's pinching 2 fingers at once. Alright, that's enough. The company fans out and eventually find a dead merchant in some tall grass besides a tree line. His face is purple and jagged with broken bones. It appears he has been stoned to death. A group of about 40 or 50 youngsters appear from the tree line, each juggling a stone in hand. Their leader, a little runt with red hair and sleeves of tattoos, asks what you want. You tell him that you'll be taking the merchant's good. The leader laughs. Oi, is that so? I give you 10 seconds to rethink that choice. Oi, that I will, mister. Okay. Wir haben jetzt das Risiko, dass wir gesteinigt werden. Oder wir kriegen halt Kohle. Wir haben doch Schilde. Wir haben Schilde und wir sind eigentlich trainiert im Kampf. Wir sollten das doch hinkriegen. Ich würde das versuchen. We are taking the goods. Wir haben einen Ring bekommen. 92 Crown. Ricky hat eine gebrochene Nase. Mal wieder. Ricky, ich glaube, deine Nase steht zu weit vor. Those little bastards really gave it to us. Okay. Take him down! Throw, throw, throw! On his command, the mob children starts hurling stones from the tree line. The cells was band together, holding shields up in a formation akin to a tortoise. Slowly moving forward, it's a strange effort, like a shell game artist sliding his cup over a ball. But the company managed to grab the merchant's goods and slide away out of the field, all the while being pelted from every which way. The little leader kid shakes his fist at you. You give him the finger and start back onto the path where you take a good look at the merchant's goods. Sigma stared at the rewards while rubbing a welt on his forehead. God damn, man! I've seen armies not nearly so fierce. I weep for the future men who have to cross swords with those lads and lasses. Okay, 92 Grauen und einen Siegerring haben wir bekommen. Ja. Und Ricky hat sich halt wieder die Nase gebrochen. Warte mal. Du bist jetzt Ricky the Nose. Oder, nee, noch besser. Ricky who knows. So, das ist hier 245 mal wert, wenn wir das irgendwo einfach verkaufen können. Könnte aber sogar mehr wert sein, weil ich glaube, es Siegelringe sind Handelswaren. Nee, sind sie nicht. Muss man mal gucken, ob wir da noch einen guten Preis für kriegen. Aber für dann einfach nebenbei 92 zu kriegen und nichts machen, weil Nacht ist, ist schon ganz nett.
So, und hier sehen wir übrigens auch, wie viel Bonus wir kriegen. Für geköpfte Menschen. So, können wir hier irgendwas verhandeln? Wollen wir hier irgendwas verhandeln? Die haben eine reiche Ernte. Das heißt, Essen kostet 50% weniger. Aber gleichzeitig kostet alles 25% mehr. Und nochmal 20% mehr. Also sind wir bei 5% niedrigeren Preisen für Essen. Ist nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Aber ich glaube, das hier für 45 ist trotzdem gar nicht. Hier können wir für 254 den Siegerring verkaufen. Tatsächlich flat out einfach. Aber das ist schon mal hier, verkauft sich das scheiße. Ja. Und bei den Männern. Was bist du denn? Du bist ein Nomade. Was machst denn du hier oben? Du bist ein Bastard, ne? Bastard kann, glaube ich, auch einen ganz guten Hintergrund haben. Kann. Bittisch. Aber unsere Kronen gehen zur Neige, das gefällt mir gar nicht. Dafür, dass wir eigentlich das Ziel haben, 2000 Kronen anzuhäufen, sind wir aber nicht so effektiv da drin. Muss ich mal so festhalten. Aber der Siegerring hat uns gerade 10% dafür gebracht. Nach Filzmoos gehen wir nicht, da gehen wir dran vorbei. Und wir gehen direkt in die Erzfeste. Erzfestes No Well Supplied. Well Supplied heißt immer, dass sie für 10% mehr kaufen und für 10% kaufen für 10% mehr und sie verkaufen für 10% mehr. Also verkaufen ist dann ganz gut, wenn das Well Supplied ist. 261, 295, shit. Das hat sich nicht ausgezahlt. Und sie sind auch erst bei 16 hier beim Verkaufen. Eigentlich würde ich das gerne auf einen höheren haben. So, Essen haben wir jetzt noch für 4 Tage. Medical Supplies haben wir. Boah. Teuer ist fuck. Training Hall, das könnte man sich uns mehr XP geben. Also es gibt dann für die nächsten Kämpfe mehr XP. Aber das kostet halt auch wieder Haufen Kohle. Weaponsmith. Da gibt es nichts Spannendes, außer ja, gibt ein paar Warhammer und sowas halt. Das sind schon die echt guten. Great Eggs. Tavern. Was haben wir noch? Ein Armorer. Hat halt ein paar Rüstungssachen. Also Stadt ist immer teuer. Stadt ist immer teuer. Was haben wir hier? Ein Messenger. Der hat eine hohe Ausdauer, weil er viel läuft, oder was? Ein Deserteur. Der hat dann keine Resolve, logischerweise. Kann aber sonst eigentlich ganz gute Stats haben. Caravan Hand. Apprentice. Der Apprentice, der lernt schneller. Der ist halt noch ein Geselle, ne? Der lernt einfach schneller. Hat aber nicht so gute Stats. Ja. Schwierig. Und achso, und Quests kriege ich ja auch noch nicht. Ich könnte auch Ogna, Tannheim und Westenholz versuchen zu machen. Anstatt die hier unten, weil die hier unten sind nicht so geil. Die sind aber eigentlich auch nicht so geil. Tannheim, Westenholz, Granitschanze? Granitschanze geht wieder nicht. In Dammwald gab es Holz. Die sind gerade nicht mehr am Rebuilden, die könnten wir zumindest mal vorbeigehen. Ich würde mal nach Westerholz gehen und gucken, ob die einen Auftrag haben, nach Westen irgendwas zu bringen. Westerholz ganz im Osten, ist auch geil. Hier gibt's auf jeden Fall Pelze. Oh, die haben gerade so fertig gebaut. Die haben Missing Villagers. Hier gibt's Holz für 228. Hier gibt's keine Pelze. Das wundert mich. Weil wir haben eigentlich eine Hunter Cabin. Stopped up game, vanishing and high. Achso, genau. Aber die haben nur Fleisch, deswegen. Nicht blöd. Ich muss das doch irgendwann gut verkaufen können. Irgendwann muss ich doch mal Holz auch bei 228 gut verkaufen. So, Wendelholz, Farmlands, das ist eine Karawanenmission. 1400. Nein, ich will nicht 4 Tage nach Süden reisen, auch wenn es dafür 1400 gibt, Al-Araman. Bin ich wieder hier. Das sackt.
Dann gehen wir halt nach Tannheim. Also die Map ist schwieriger als meine vorherige. Weil die Quest, die... Ach, hier ist ja auch Holz. In Tannheim gibt's auch Holz. Hier gibt sogar zweimal Holz. Wir sollten jede Menge Holz haben eigentlich und dann entsprechend günstig, oder? Nee. Ich hab's gerade für weniger gekauft, aber hier gibt's doppeltes Menge an Holz. Auf jeden Fall, Doc. 400 für Medicals. Alter. Ihr habt doch einen Arsch offen. Ihr habt doch einen Arsch offen. Was ist das? Shadow Start. 330. Hunt down Webknechts in the Woods of Tannheim. Das ist okay. Das könnte man machen. Das wäre das andere. Das ist was. 150. Caravan to Westernholz. About day to the east. Nee, das will ich nicht. Ich mache die Webknechts. Ja. Webknechts sind eigentlich ganz okay machbar. So in den Wäldern. Hunt down Webknechts in the Woods around Tannheim. Das ist eigentlich hier irgendwo. Da. Da ist die Spur. Das sind die Tierspuren. Denen müssen wir folgen. Das sind jetzt Riesenspinnen, die wir jagen. Oder halt Spinnen generell. Alter, was geht denn hier ab? You stumble across a dead cow with flesh sucked to its very bones, yet its hide does not carry any signs of being sundered. The work of Webknechts, no doubt. Also die wurde... Fleisch wurde rausgesaugt, ohne dass die Haut beschädigt wurde. Die vergiften halt und... Das sind dann den paralysierten Körper. Da unten, die 5, wo wir haben. Webknechts? Ihr greift uns nicht an, ne? Ich dachte, die Karawane kommt hier vielleicht noch. Wir können nicht in die Karawane rein. Greift uns nicht von alleine, ne? The Webknecht Nest is silent and the clatter of the company's arrival seems apocryphal. The chink and clink of metal is distinctly sharp in their trespasses. You find a man hang upside down from a tree, his whole body cocoons, save his face, no. Charge. Ist ein Fluff, was Weberknecht. Oh, Moment, ist ein Überfall? Die kommen von allen Seiten. Wieso ist das ein Überfall? Ich hab die doch angegriffen. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich hart irritiert. Ja, bei dir muss ich sowieso warten, du bist nämlich im Nahkampf. Bei dir warten wir mal kurz. Du musst dich wahrscheinlich mal hier hinstellen. Wir haben hier halt super Engstelle, ne? Also. Ich will mal hier hin, glaube ich, stellen. Ich will mal hier dahinter stellen, von daher musst du dich eigentlich auch verteidigen. Du bist hier, da kannst du hin. Na, dann kann ich den aber nicht. Ah, shit. Dann hat er halt eine Deckung, ne? Hier, 29. Weil ich will den hier noch reinziehen, auf jeden Fall. Wenn die hier ankommen. Was geht hier alle auf den? Ne, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt richtig Mist. Moment, du wartest mal, du wirst nämlich von einem anderen befreit. Ich bleibe nämlich von meinem... den haben. So, du wirst jetzt von dem befreit. Nein! Du wirst nämlich eh nicht gut. Dann können wir das machen, dass du zuerst dran bist. Guck. Jawohl! So will ich das sehen. Schön aufgeschlitzt. Wir haben nur noch 4. 1, 2, 3, 4. Das sind alle, die wir haben. Ricky kann, glaube ich, immer noch nicht so gut laufen. Sehr schön. Ne, wollte ich nicht. Noch eins rangehen. Gut, dass wir gewartet haben. Die sehen wir halt nicht mal. Hier können wir unsere eigenen Leute treffen. Das ist halt richtig scheiße. Das ist jetzt fies, weil der wird die werden angreifen sehen. Oder auch nicht. 68, 72. Schlitz sie auf.
eigentlich hingehen? Hm. Ich dachte eigentlich, der kann die jetzt befreien. Oh, der hat befreit. Kommt nicht bis darüber. Scheiße. Geht da mal einen raus. Und du dahin gehen kannst. Und du dahin. Kommt nämlich nicht bis dahin, aber kann nächste Runde bis da reinsteppen. Also sie werden ja halt jetzt vergiften, weil er in seinem Netz ist. Das ist halt echt bitter. Jawohl! Und die haben auch eine Moral, das finde ich ganz gut. Ihr lauft einfach mal rum. Bei ihnen mal, danke. Und dich piekst mir jetzt kaputt. Du bist fliegen, dann bist nur noch du da. Okay. Sehr gut. Verteidigen uns mal lieber, damit wir hier nicht noch drauf gehen. Das finde ich jetzt frech. Rein! No! Hm, komme ich noch nicht ran so richtig. Rein! X-Peaks, okay, sind beide auf Fliegen, sehr gut. Dann können wir einfach zupieksen. Run them down! So, bin nämlich XP. Okay, 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 das ging relativ glimpflich ab. Sono hat ein bisschen auf die Nase gekriegt, Sagrid hat ein Level Up, sehr schön. Und wir kriegen hier ein bisschen was von den Spinnenzeug als Loot. So, müssen wir uns Cronin noch holen. Wir müssen das Level Up vor allem hier machen. So, Sagrid. Natürlich plus. Du hast schon ordentlich reingelatzt jetzt. Können wir natürlich auch die Resolve buffen, weil der dann mit seinem, der kann mit dem Banner arbeiten, den wir uns kaufen irgendwann. Und Millions, ja. So, dop 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 dom 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 dom, Executioner, Relentless, Whopping, Taunting, Quick Hands, Steel Bro, Nine Lives. Pathfinder. I don't know. Fatigue and Initiative Penalty is reduced. Ich glaube, das hier ist geiler, weil der ja sowieso da reinstechen will, wo jemand anders schon ist. Und daher kriegst du. Ja. Stabbing the enemy where it hurts does. The bonus hit chance and melee is doubled for each ally surrounding. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Kombination mit dem. Du hast immer noch die gebrochene Nase, ne? Ach, Ricky, ey. Ricky, 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 hast dir von ein paar Kindern die Nase einschlagen lassen? Mhm. Wir haben das extra gekriegt. Roots and Berries. In a stable, lively with a peasant girl. Aha, der ist gerade am Vergnügen mit einem Mädel. Startling the horses which... Winnie and stamp their feet. Half dressed, the man states he already has your pay and forks it over. Eyeing the girl, he then starts to grab whatever in reach, including from the saddlebags of stabled mounts, and hands him over. The townsfolk already sought to pitch in, you know, as thanks. Right, for further thanks, you ask if he'll give you whatever's in the nearby satchel. No longer as disappearing villagers. Und ich krieg nochmal extra Essen. Das ist nett. Tavern, Temple. Kann ich nicht mehr verarzten. Es kostet 200. Du musst halt einen Rebuilding-Effort irgendwo finden. Oh, das hier ist. Ah, ja. Ist teuer. Verkauf den jetzt, glaube ich, mal. 270 ist okay-ish. Brauche ich mir lieber nochmal Holz. Einmal. Das muss ich halt dann irgendwo finden, wo jemand wirklich Holz haben will. Müssen wir jetzt explizit dahin, wo jemand Holz braucht. The Wild Man. Die Wild Man. Ich glaube, ich habe schon einen Wild Man, oder? Einer von meinen Leuten? Oder ist der gestorben, der Wild Man? Nee, nee, nee. Xeli der Zweite ist ein Wild Man. Ja, ja, ja.
Achso, minus Experience Gain haben die. Ugh. Ugh. Bist denn du? Killer on the Run. Okay. Okay. Am Killer on the Run will ich zum Zweifel nicht haben. Ehrlich gesagt. Okay, ihr habt aber keine andere Quest. Das heißt, Granitschanze ist wahrscheinlich. Ihr habt selber Holz. Holz haben wir jetzt hier noch. Wo war's denn? Ihr wart noch am Aufbauen, ne? Ja. Dann gehen wir doch nach Westholz zurück. Wenn die noch am Aufbauen sind. Gucken mal, dass wir denen vielleicht unser Holz verkaufen können. Auch wenn sie selber Holz haben. Keine Ahnung, ob sie dann das Holz überhaupt sinnvoll kaufen. So, das war das. Mhm. Ich will nicht haben. Ich will ehrlich sein, ich will eigentlich nicht diesen 1400er Contract sonst wohin übernehmen. Fühlt sich nicht gut an. So, nee, die kaufen kein Holz. Naja, kannst du knicken. Die kaufen kein Holz, die kaufen gar nichts. Okay, war keine gute Idee. Was ist denn unser nächster Plan dann? Ihr habt keine Ruinen. Euch ist auch alles ruhig. Hier habt ihr Ruinen. Da, wir müssen nach Sandstadt. Würde ich einfach mal sagen, wir laufen. Wir laufen einfach nach Sandstadt runter. Die Hoffnung, dort das Holz dann richtig geil verkaufen zu können. Wir packen lieber haben. Quality Holz. Was geht hier ab? Disappearing Villagers, Terrified Villagers. Hier gibt es einen Fletcher. Hier könnten wir das gut kaufen, wenn wir das Geld dafür hätten. Das ist hier. 340 Crown, Secure Cemetery of the Poor. 840, das gibt 1000. Hunter und Webknecht in the Woods. Das sind mir ein bisschen zu viele, glaube ich, von Webknechts. Historian. Hunter, die Hunter sind richtig gute Range-Dudes. Ja, das sieht man hier auch an dem, was er haben kann. Das ist auch ziemlich teuer. Ja, Cemetery of the Poor, 340. Würde ich, glaube ich, schon mal versuchen, noch nebenbei. Cemetery of the Poor. Der Eva von den Armen, da kann ja nicht viel sein, oder? Die können ja keine große Ausrüstung haben, wenn das der Friedhof der Armen ist. Da können die Untoten ja kaum große Ausrüstung haben. Oh. Das sind Nachtseeras. Das sind Viecher, die werden stärker, wenn sie Leichen fressen. So eine Art Ghule oder Mix, ja, Ghule. Something of a feast. A few of them still gawning on his arm or that leg. Wow. Nachtseherer sind heftiger als normale Untote, aber wir haben nur 5 Gegner dafür. Ich würde es eigentlich ganz gerne hier sogar fighten, wo sie sich gerade hin positionieren. Wenn ich ehrlich bin. Weil sie dann hier irgendwie außen rumlaufen müssen. Haben wir die dahinter getroffen. Spannend. Ja, ich muss 2 laufen. Ich kann das nicht attacken, wenn ich das mache. Das kostet... Ach, das kostet... Würde so gehen. Bei dem halt nicht, weil ich 3 laufen muss. Du wartest mal kurz. Du könntest noch attacken auf ihn. Jawohl. Und du gehst noch einen Schritt ran. Und du musst nämlich auch ran und du kannst auf jeden Fall auch nicht mehr attacken. Du kannst einen nur laufen und attacken. Deswegen musst du da hin. Ach, dammit. Die Shieldwall ging schon mal schief. Und du hast ja auch geblockt. Sehr gut.
Die machen halt schon ganz schön Damage, die Jungs. So. Also nochmal einer rankommt. Ja, gute Sigma haben wir gar nicht benannt hier. Hat erstmal schon ordentlich reingelangt. So, ich schieß auch mal ordentlich rein. So, sie kommt eher gar nicht ran. Aber das sieht gut aus bis jetzt. So, mal ehrlich. X. X. Oh. Aber jetzt können wir nochmal zuhauen. Sacred! Kopf ab! Oh, schade. Aber fast. Ja, Pierced Cheek. Er hat den Kopf getroffen. Er hat den Kopf getroffen. Du hast es versucht, du hast das Beste gegeben. Ah ja, du musst stärker mal laufen. Ja, das muss die Leichen besetzen. Ich muss die Leichen besetzen, das vergesse ich immer wieder bei dem Spiel. Gegen solche Viecher. Die sind nur ungefährlich, solange sie nicht verbessert sind. Und jetzt sind sie verbessert. Nochmal! Ach komm schon! Sacred! Das muss besser sein! Ich hätte mich halt auf die Leichen draufstellen müssen. Jawohl, der ist auf Running. Sehr gut, dann greift nur noch der hier unten an. Aber jetzt sind sie halt kräftiger mit ihren Hits. Deutlich kräftiger. Okay. Wollt, dass du hier hingehst. Kannst nämlich noch schießen. Damit. Du musst mal shield worden. Und nicht hier alles auf Attack machen. Peaks, Peaks. Okay, also auch auf Running. Perfekt. Jetzt aber. Yes. Sigma direkt ein Level abgekriegt. 116. Okay. So, jetzt kriegen wir nämlich von denen auch was Besonderes, das Nachtzehrerhorn. Das ist nämlich das, was wir bei dem Alchemisten brauchen, um Sachen herzustellen. Nee, beim Taxidermist, glaube ich, nicht beim Alchemisten. Das ist aber okayisch. Verbraucht halt Ressourcen, also hier Tools und Supplies, wenn wir sowas machen. So, es gibt keine Terrified Villagers mehr. Das heißt, ihr kauft jetzt besser? Nee, ihr kauft nicht besser, es gibt einfach nur mehr Leute, ne? Ah. Das ist natürlich doof. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Wir haben noch nicht mal auf alle die 80er Rüstung, ne? Ach komm, ein 2er Roll bei einem One-Star-Stat. Oh. Oh. Wir brauchen das trotzdem. Resolve und HP, I guess. Resolve und HP. Ja. 177. 170 Supplies. Lohnt sich, glaube ich, noch nicht, die billigere Variante zu kaufen, nur weil sie nicht repariert ist. Ich brauche noch mindestens 2 davon. Warte mal, du brauchst das theoretisch doch gar nicht mehr so sehr. Gib mal her. Ist jetzt im Hintergrund. Kann man wenigstens so nur geben hier. Nee, das war gar nicht so, aber. Ich sehe den zweiten, damit er vorne halt seine Rüstung benutzen kann. Und genauso dein Helm ist absoluter Quatsch, dass du das hast. Sacred, es tut mir leid, aber du stehst halt hinten. Du haust halt von hinten rein. Wer im Safe Space steht, der darf sich jetzt nicht beschweren, dass er Sachen weggenommen kriegt. So, wir wollten nach Sandstadt runter, ne, weil hier Ruinen sind. Gehen wir erstmal nach Gelbstadt. Gelbstadt sind wir ja auch ganz gut verbündet mit. Also aktuell geht es ganz gut nach oben mit den Crowns, dafür, dass wir noch so viel Handelsware dabei haben. Moment, der wird gerade schon gefightet. Au. Oh. Wir haben gerade gefightet und gehen direkt in die nächsten rein? Es ist Nacht, scheiße. Die sind ganz gut ausgestattet. Die haben nämlich dicke, die haben gute Schwerter und Schilde.
7. Retreat, my boys! Ja, nicht mal alle. Gegen euch muss ich jetzt nicht kämpfen. Ihr bringt mir genau nichts, außer dass ich eure Ausrüstung vielleicht kriege. Das ist es mir nicht wert, das Risiko einzugehen. Der steht schlecht. Und ich? Ich dachte, das ist schlecht. Der steht richtig schlecht. Scheiße. Aber er hat es geschafft. Das war knapp. Der hat den Free Hit nämlich noch kriegen können. Nach Gelbstadt. Gelbstadt. Übrigens hier einfach alles raiden, was hier irgendwie in die Nähe kommt, ey. What the fuck? Ach, weil hier keine Garnison existiert. Bei der Stadt. Das ist natürlich blöd. Sagen wir mal so. Oh, hier gibt's billig Mehl. Kann ich mir direkt mal kaufen. Das kostet halt alles übel. Das kostet alles. Was haben wir hier so? Aha, aha, 150, 600. Ockner nach Norden. Aber, ne, dass sie wieder was finden für 300. Hallo, Bone Script, Southwest, somewhere around region of Dryland. Wie das geklaut ist, oder? 480. Hallo, Bone Script, die haben wir doch schon mal gehabt. Drylands. Es ist halt wieder am Arsch der Welt. $300 einfach nur fürs Finden. Let's go. Wir haben gerade Start des Tages. The Southwest. Ja. Region. Gefunden. Let's go. The Hollow Bone Script. Unknown Garrison, this location. Nehmen wir das zurück. Das waren schnell verdiente 300 Kronen. Das waren schnell verdiente 300 Kronen. Bei dem hier ist was. Terrified Villagers und das Trip. Ja, der Bond ist wahrscheinlich Terrified Villagers und das ist. Ockner to the North. Ockner. Wird wieder super. Ne, wir wollen erstmal unser Holz verkaufen. At Gelbstadt. Civilization has no place for a wild man like Xili II, and he quickly proves it. Apparently, the damned man went crazy while in a shop and trashed the whole place. As the story goes, he just walked in and started taking things, not quite understanding the social norms of paying for goods. The shop owner then came after him with a broom, trying to shoo the man out of his store, believing the broom a monster. The wild man proceeded to go completely crazy. Judging by the report, it was quite the commotion. Up to and including shite throwing. Now the shop owner is in your face, demanding compensation for the damage done. Apparently, he's wanting 600 crowns. A few town militias stand with very watchful eyes. Find the company will cover. Find the company will cover the damage, but Xeli will work it off. Is now paid 12 crowns per day. Disgruntled. Uh-huh. Don't look at me like that, you know what you did. Jetzt haben wir 600 bezahlt. Und ich glaube, wir haben aber seinen täglichen Sold reduziert. Wir müssen ihn erstmal wieder in eine gute Mut bringen. Ich glaube, 14 auf 12, das ewig dauert, die 600 Kronen abzubezahlen. Ja, Lumi, ich weiß, ich muss ja. Ich wollte nur schnell hier hin. 246, das macht jedes Mal. Sehr schön. Ich bin doch an einem guten Punkt angekommen und die kann ich auch noch los, bevor ich die irgendwie sinnlos verkaufe. Weil hier ist sowieso gut zu verkaufen. Hier die Schwerter, glaube ich, auch noch loswerden. So. Und ein Shit. Und einen Bogen, den wir nicht brauchen. Und das Ding auch umhauen. So, da haben wir übrigens die 2000 Kronen. Wir bräuchten aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Ich würde einfach mal speichern und ich würde sagen, wir machen demnächst hier weiter. Weil Lumi hat recht mit Klopf, Klopf. Wir haben ja heute noch was vor.